Da geht es um zwei Anträge der Bündnisgrünen zum Verbandsklagerecht. In einem Antrag fordern die Grünen die Bundesregierung auf, in den Verhandlungen um die europäische Verbandsklagerichtlinie nicht an den Prinzipien der deutschen Musterfeststellungsklage festzuhalten. Die Begründung der im Praxistest durchgefallenen Musterfeststellungsklage solle nicht auch noch weiterer Raum eingeräumt werden. Und in einem anderen Antrag fordern die Grünen die Bundesregierung auf, sich in den Verhandlungen auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, den kollektiven Rechtsschutz zu stärken und Transparenz bei den Internetplattformen zu schaffen. Das also die beiden Anträge, über die jetzt hier diskutiert wird. Und die erste Rednerin, die das Ganze vorstellen wird, kommt natürlich von den Grünen, die Obfrau im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, Manuela Rottmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß schon ziemlich genau, was in den Reden kommt, die nach mir folgen werden, nämlich, dass wir Ihnen tierisch auf die Nerven gehen damit, dass wir schon wieder dieses Thema auf die Tagesordnung setzen. Schon wieder kollektiver Rechtsschutz, schon wieder die Regulierung von Plattformen. Und ich weiß es auch aus dem Ausschuss, jetzt haben Sie die Musterfeststellungsklage und Sie denken, jetzt gebt doch endlich mal Ruhe. So funktioniert es aber nicht. Die Frage, wie wir den Menschen besseren Zugang zur Justiz verschaffen, wie wir sie vor Betrug und Irreführung schützen, ist fundamental für das Vertrauen unserer Bürgerinnen und Bürger in diesen Staat. Dahinter stehen Schicksale und dahinter steht auch Wut und viel Frust. Wenn zum Beispiel Implantate schwere gesundheitliche Schäden auslösen, wenn Menschen deswegen nicht mehr arbeiten können, aber der Gang vor Gericht alleine kostet viel zu viel Geld und viel zu viel Kraft. Wenn Arbeitnehmer in ihrem Betrieb immer merken, da wird hier bei der Überstunde nicht richtig abgerechnet und da nicht, aber kein Anwalt will sich wegen der paar Pfennig vor Gericht begeben. Wenn Haushalte mit knappem Einkommen den Empfehlungen von Internetplattformen folgen über den günstigsten Stromanbieter und sie vertrauen darauf, um Geld zu sparen, und dann stehen sie da, können ihr Geld in den Wind schreiben, weil dieser Anbieter genau insolvent ist. Vor einem Jahr hat die EU-Kommission im Rahmen des New Deal for Consumers Vorschläge für eine europäische Verbandsklage vorgestellt. Ein Jahr später gilt dieser Vorschlag als gescheitert. Und die Bundesjustizministerin hat an diesem Scheitern ihren Anteil. Die wesentliche europapolitische Position zu fast allen Fragen in der Rechtspolitik ist folgende, die ist richtig knallig. Die Meinungsbildung dazu ist in der Bundesregierung noch nicht abgeschlossen. Vorne stellt man sich tot, hinter den Kulissen wird bei jeder Initiative geschoben und gezerrt in der Koalition. Und mit dieser Methode haben Sie nun auch die europäische Verbandsklage absaufen lassen. Dabei wäre die eine Chance gewesen, gerade für uns hier in Deutschland. Wir verlieren beim kollektiven Rechtsschutz tatsächlich immer mehr den Anschluss an andere Rechtsstandorte, an andere Mitgliedstaaten. Und ich weiß, was jetzt kommt, aber wir haben doch die Musterfeststellungsklage, für die wir sogar noch die wunderschöne Verpackung gebastelt haben, eine für alle Klage. Und diese Musterfeststellungsklage ist so großartig, dass sie unbedingt auch für ganz Europa zum Maßstab werden muss. Das ist mit Verlaub ein überheblicher Unsinn, Herr Fechner. Die deutsche Musterfeststellungsklage ist ein Qualkonstrukt. Aus jeder einzelnen Vorschrift der ZPO dazu tropft die Furcht, dass unkontrollierbare Bürgerinnen und Bürger und Verbände das geltende Recht auch noch durchsetzen. Aber wer kämen wir dahin, ja? Die Klagebefugnis ist immer eng und immer enger definiert worden, gespickt mit Voraussetzungen für die Klagebefugnis eines Verbandes, die kein Verbraucher durchschauen kann. Den Geschädigten wurde tatsächlich die Entscheidung darüber genommen, wer sie vor Gericht vertreten soll. In Bereichen, wo es überhaupt keine hinreichend erfahrenen und finanzstarken Verbände gibt, wird es auch in Zukunft keine Musterfeststellungsklage geben, etwa bei den Schäden durch fehlerhafte Medizinprodukte. Hier bleiben die Menschen alleine, der Rechtsstaat ist für die meisten nicht erreichbar. Gleichzeitig hängt die Zukunft des wichtigsten kollektiven Instruments, das sich in der Praxis bereits gut bewährt hat, völlig in der Luft. Das Kapitalanleger-Musterverfahren hat Biss und Effizienz bewiesen in Deutschland. Aber die Richterinnen und Richter an den OLGs wissen derzeit überhaupt nicht, ob sie ihre laufenden Verfahren noch werden abschließen können, denn das Gesetz tritt Ende 2020 außer Kraft.
Und aus dem Justizministerium höre ich dazu nur, wir können noch nicht sagen, was wir mit diesem Gesetz machen, ob wir es beerdigen, ob wir es sterben lassen, ob wir die Prozesse zersprengen. Die Bilanz nach einem Jahr Katharina Barley ist, um den kollektiven Rechtsschutz steht es schlecht. In Brüssel haben sie ihn blockiert, in Deutschland haben sie ihm die Zähne gezogen. 412.000 Verfahren bei einem einzigen Verfahren, und sie haben mit 150 gerechnet in der Zeit. Auch bei der Regulierung von Vergleichsportalen hätte man sich von einer engagierten Verbraucherschutzministerin mehr erwartet. Sie hatten noch das Beispiel der Insolvenz der bayerischen Energieversorgung vor Augen. Da wurde von den Vergleichsportalen noch geworben für diesen Anbieter, während die Verbraucherschützer schon längst gewarnt haben. Wir sind dem EU-Parlament dankbar, dass es zumindest hier nachgebessert hat. Aber ausreichend ist diese Regulierung immer noch nicht. Und das hat einen Grund. Deutschland hat im Rat für eine echte Regulierung nicht einen Finger gerührt. Ich hätte mir eines gewünscht in diesem einen Jahr Katharina Barley als Justizministerin. Ich hätte sie gerne ein einziges Mal kämpfen sehen. Egal für welches Thema, für irgendein Thema hätte ich gerne gespürt, das ist ihr wichtig und da habe ich zu viel erwartet. Mein Schluss daraus ist, keine noch so schöne Verpackung nützt etwas, wenn es an der Überzeugung fehlt. Also, Frau Ministerin, sie ist nicht da. Wir haben sie auch nur im Ausschuss zweimal gesehen in dem ganzen Jahr. Machen Sie es gut in Brüssel oder machen Sie es zumindest besser als in Berlin. Manuela Rottmann war das für die Grünen, der erste Redner oder nächste Redner, genauer gesagt. In dieser Debatte über das Verbandsklagerecht ist Sebastian Steinicke von der CSU, CDU/CSU, er ist Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte anfangen mit einem Zitat von Theodor Fontane, der in diesem Jahr 200-jährigen Geburtstag hätte. Am Mute hängt der Erfolg, hat er mal gesagt. Und genau in diesem Sinne haben wir im letzten Jahr die Musterfeststellungsklage auf den Weg gebracht und damit ein völlig neues Instrument der Rechtsdurchsetzung im kollektiven Bereich auf die Bahn gebracht. Und nun sollten wir uns auch ein wenig Zeit nehmen, dieses Instrument in der deutschen Rechtsordnung auch wirken zu lassen. Heute behandeln wir aber eben in erster Linie einen Antrag, den die Grünen eingebracht haben, zum nationalen Verbandsklagerecht, das Ganze weiter auszubauen und noch stärker Vorschriften dazu zu erlassen, und einen weiteren Antrag, darauf haben Sie auch kurz eingegangen, um einen Antrag nach Artikel 23 Absatz 3 zum EU-Richtlinienentwurf zum New Deal for Consumers, also der Modernisierung der Verbraucherschutzvorschriften, abzugeben und abzustimmen. Lassen Sie mich da vielleicht noch ein paar Sätze mal zum Verfahren sagen. Das ist ja auch ganz beispielgebend. Den Inhalt des Antrages, den wir heute verhandeln, kennen wir seit Mittwochnacht von Ihnen. Da ist er an mich eingegangen. Das heißt, wir hatten nicht mal zwei Tage Zeit, uns damit zu beschäftigen. Und das ist insbesondere deswegen so interessant, weil Sie ansonsten bei jedem Änderungsantrag der Koalition ganz besonders drauf gucken, wie häufig ist er denn behandelt worden, wann ist er denn eingereicht worden, wie häufig konnten wir uns damit beschäftigen. Das ist vielleicht nicht dann der richtige Stil, um mit diesem Thema umzugehen. Dazu ist das Thema zu wichtig. Und dann könnte man sich natürlich auch fragen, warum haben Sie denn die Anträge, die entsprechenden, beide Anträge gilt das, früher eingereicht? Das Paket des New Deal for Consumers ist über ein Jahr bekannt. Das Verfahren lief lange genug. Sie haben es intensiv begleiten können, zum Beispiel im Unterausschuss für Europarecht. Und es ist mit den entsprechenden Hinweisen versehen. Und die Kollegin Keul wird sich noch an das Verfahren erinnern zum Small Claims Verordnung zum 23.3. Da haben wir gemeinsam so einen Antrag an die Bundesregierung auch durchgebracht. Aber wie lange hat das Ganze gedauert? Der war gut, Kollege Fechner hat recht, aber es hat uns sehr viel Zeit gekostet, mehrere Monate. Und sowas kann man nicht in zwei Wochen behandeln. Und das müssten Sie eigentlich auch wissen. Und das ist, glaube ich, im Wesentlichen auch bei dem anderen Thema durch. Und ich glaube, der Hinweis sei auch gestattet. Sie wissen auch, dass das Trilogverfahren in Brüssel abgeschlossen ist. Die Omnibus-Richtlinie ist entschieden. Wir haben also auch faktisch gar keine Einflussmöglichkeit mehr und auch die Bundesregierung nicht. Es sei denn, das ganze Paket wird wieder zugemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das wollen. Ich glaube nicht. Und das wäre auch nicht im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das hat doch eine Menge was von Wahlkampf hier heute, diesen Antrag in der Kürze der Zeit einzubringen. Ja, Frau Barley kann das entscheiden. Wir sind ja hier und diskutieren über die Anträge von Ihnen. Lassen Sie mich natürlich auch noch was zum Inhalt sagen.
Die von Ihnen angesprochenen Forderungen, die Sie insbesondere auf den Richtlinienentwurf beziehen, Sie also beziehen sich ja insbesondere auf den Kommissionsentwurf in Ihren Anträgen, haben wir im letzten Jahr in der Musterfeststellungsklage dazu beschlossen. Und die Bundesregierung hat das auch mehrfach gesagt, setzt sich dazu ein, dass zumindest die Grundlinien dieser Musterfeststellungsklage auch Einfluss finden auf die europäische Gesetzgebung. Der Entwurf der Kommission ist nun faktisch ein kompletter Gegenentwurf zu dem, was wir hier in Deutschland haben. Das ist vollkommen richtig, unbestritten. In diesem Zusammenhang möchte ich vielleicht auch noch mal ein paar Dinge nennen, die zum Thema Verbandsklagerecht in diesem Richtlinienvorschlag der Kommission drinstehen. Und von denen Sie, das habe ich eigentlich hinten dran, aber auch vieles hier zu Recht übrigens kritisiert haben in den Diskussionen der letzten Jahre, weil Sie sagen, das wäre ja Sammelklage pur nach amerikanischem Vorbild. Aber genau das steht in dem Richtlinienentwurf der Europäischen Kommission drin. Verbindung von Unterlassungsklage und Schadensersatzklagen. Opt-out-Modell, Möglichkeit der privaten Drittfinanzierung durch Hedgefonds, Loser-Pays-Prinzip gestrichen, Discovery-Verfahren, Ausforschungsbeweise nach amerikanischem Vorbild. Das alles steht da drin in dem Richtlinien. Das wollen Sie? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Und ich glaube schon, da sollten wir uns dann auch ehrlich machen und sagen, das sind alles Punkte, die Sie übrigens zu Recht auch immer kritisiert haben. Und die können Sie doch jetzt nicht allen Ernstes einfordern, dass wir das umsetzen sollen auf europäischer Ebene. Die Folge der von der Kommission zumindest vorgeschlagenen Variante wäre dann tatsächlich das Thema, das wir ständig diskutieren, was wir alle nicht wollen, das nehme ich Ihnen auch ab, nämlich das Thema Klageindustrie. Und ich glaube, das ist die Musterfeststellungsklage auch der deutlich bessere Weg. Sie kritisieren in dem Antrag auch, das ist ein altes Thema, das wissen wir in der Debatte, dass wir uns die engen Anforderungen, die wir in der Musterfeststellungsklage haben, auch an europäischer Ebene versuchen anzustreben. Diese aus unserer Sicht sehr richtige Auffassung der Bundesregierung hat auch einen klaren Hintergrund. Wenn nämlich die derzeitigen Vorschläge der Europäischen Kommission Wirklichkeit werden würden, könnten sie in jedem europäischen Land der Europäischen Union mit den schmalsten Voraussetzungen, die dort herrschen, einen klagebefugten Verband gründen und der könnte in der ganzen Europäischen Union dann das Verbandsklagewesen betreiben. Das kann doch auch nicht das Ziel der ganzen Übung sein. Dann wird nämlich dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet und das wollen wir nicht. Ich fasse das auch noch mal ansonsten kurz zusammen und schenke Ihnen dann noch 2 Minuten des Freitagnachmittags. Ihre Wünsche zur Verbrauchersammelklage sowohl im nationalen als auch im europäischen Bereich lehnen wir ab. Wir haben die begründet hier mit guten Gründen. Wir begrüßen grundsätzlich, dass der New Deal für Consumer die Verbraucherrechte überarbeitet und auf den neuen Stand bringt, auch auf den digitalen Stand. Die Stellungnahme nach Artikel 23.3 ist schlichtweg überflüssig, weil der Trilog abgeschlossen ist. Deutschland hat sich dort aus guten Gründen enthalten. Das Thema Dual Quality oder nennen wir es lieber Nutella-Klausel, das Thema Sanktionen oder das Thema Überprüfungsklausel haben dazu geführt, dass die Bundesregierung nicht zugestimmt hat. Und das war auch richtig. Und deswegen werden wir Ihren Anträgen nicht zustimmen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Professor Dr. Lothar Mayer für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, kaum ist das Musterverfahrensgesetz in Kraft getreten, legt die EU-Kommission einen Richtlinienentwurf zur Verbandsklage vor, der zumindest in Teilen deutlich verbraucherfreundlicher und vor allem praktikabler erscheint als die komplizierte Struktur der Musterverfahrensklagen. Natürlich kannte das Bundesministerium für Justiz die erwarteten Inhalte dieser Richtlinie. Ministerin Barley wollte diese Regelung aber nicht abwarten. Um zu verhindern, dass eine Frist abläuft, peitschte sie das Musterverfahrensgesetz als eine Lex Volkswagen im Eiltempo durch. Die bei einer Anhörung vorgetragenen zahlreichen Vorbehalte gegen Teile des Gesetzes wurden ignoriert. Es ging ja darum, dem größten Automobilhersteller des Landes und einem der wichtigsten Arbeitgeber einen Schlag zu versetzen, in dem Moment, indem er durch eine abenteuerliche Elektromobilitätspolitik ohnehin in großen Schwierigkeiten steckt. Eine wahrhaft seltsame Aufgabe für eine deutsche Ministerin. Da spielt es dann auch keine Rolle mehr, dass die Zahl der bisher eingereichten Klagen meilenweit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Bezeichnend ist auch der Umstand, dass das Ministerium augenscheinlich nicht versuchte,
die Inhalte des eigenen Gesetzentwurfs zu europäisieren, wohlwissend um die Chancenlosigkeit eines solchen Unterfangens. Während die Musterfeststellungsklage die ihr angeschlossenen Verbraucher am Ende des Verfahrens erst einmal mit leeren Händen dastehen lässt und sie zu einem zweiten, nun individuellen Verfahren zwingt, mit all den rechtlichen Unwägbarkeiten und dem hohen Zeitverlust durch doppelte Gerichtsverfahren, ermöglicht der EU-Entwurf den in einer Sammelklage auftretenden Verbrauchern unmittelbar mit der Entscheidung den Zugang zu einer Entschädigung. Zu begrüßen ist hier auch der Rekurs auf die klassischen Rechtsinstrumente der Wandlung und Minderung und insbesondere die Feststellung der Rechtswidrigkeit von Praktiken. Gut ist sicher auch die im EU-Entwurf vorgesehene einheitliche Regelung des Verbots bestimmter Praktiken, nachdem dies bisher in Deutschland nur lückenhaft in bestimmten Gesetzen vorhanden ist, die sich auf einzelne Gebiete wie die Werbung oder das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen. Natürlich weist auch der Richtlinienentwurf etliche Unzulänglichkeiten und praxisfremde Elemente auf, wie zum Beispiel die gänzlich unrealistische Vorstellung, Unternehmen hätten jeden einzelnen vom Gegenstand einer Verbandsklage betroffenen Verbraucher hierüber zu informieren. Das ginge nur, wenn die Verbraucher beim Kauf jedes noch so belanglosen Produktes eine ladungsfähige Anschrift hinterließen. Es nährt auch den Verdacht, dass dadurch die für Europa nicht akzeptablen Opt-out-Praktiken durch die Hintertür eventuell doch noch eingeführt werden sollten. Der Antrag der Grünen erkennt auf der einen Seite die bessere Alternative, die der Richtlinienentwurf gegenüber der Musterfeststellungsklage darstellt, entwertet ihn aber zugleich, indem er den Kreis der klagebefugten Institutionen auf spezielle, den Grünen ideologisch nahestehenden Einrichtungen wie die Deutsche Umwelthilfe erweitern will. Hier muss an den bewährten, klagebefugten und allgemein anerkannten Institutionen festgehalten werden, wie sie auch schon seit vielen Jahren im UWG und AGBG, aber auch noch im nicht so lange bestehenden KAPMUG festgelegt sind. Aus dem prachtvollen Denkmal für die Ministerin Barley, das die Musterfeststellungsklage wohl darstellen sollte, könnte so ein schon bald verwitternder juristischer Grabstein werden. Aber eine 150-prozentige EU-Europäerin wie die Ministerin wird das sicherlich nicht stören. Ich danke Ihnen. Lothar Mayer war das für die AfD. Kollektiver Rechtsschutz, so heißt dieser Programmpunkt, zu dem jetzt Sarah Ryglewski für die SPD das Wort erhält. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, Frau Rottmann. Dank Ihrer Rede wissen wir jetzt auch, warum wir uns hier mit zwei fast inhaltsgleichen Anträgen beschäftigen. Herzlich willkommen, die Grünen sind im Europawahlkampf angekommen. Und ich muss Ihnen sagen, das tut der Qualität Ihrer politischen Arbeit nicht gut. Das Einzige, was mir an Ihrem Antrag gefällt, ist der Titel: Kollektiven Rechtsschutz ausbauen und nicht ausbremsen. Super, da sind wir uns, glaube ich, fast alle einig. Und genau das würde ich mir auch von Ihnen wünschen. Denn das, was Sie hier jetzt schon seit Monaten machen, ist mehr als kontraproduktiv für den kollektiven Rechtsschutz in Deutschland. Wir haben mit der Musterfeststellungsklage ein wirksames Instrument eingeführt, mit dem Verbraucherinnen und Verbraucher zügig ohne Kostenrisiko ihr Recht einklagen können. Das ist ein Meilenstein für den Verbraucherschutz in Deutschland, den Sie nicht müde werden, kaputt zu reden. Und das, obwohl wir mit der Klage des VZBV gegen VW mittlerweile die europaweit größte Sammelklage auf den Weg gebracht haben. Da können Sie noch so sehr gegenreden, das ist einfach Fakt und das ist ein Meilenstein für den Verbraucherschutz. Und was machen die Grünen? Statt dass sie sich mit dem Instrument mal im Detail beschäftigen und dafür werben, dass noch mehr Verbraucherinnen und Verbraucher auf diesem Weg zu ihrem Recht kommen, wir eben auch mehr Klagen bekommen, und zwar auch in den Bereichen, für die wir das Gesetz originär gedacht haben. Weil ich betone es nochmal, das ist hier keine Lex VW, sondern uns geht es gerade um den Bereich, wo es darum geht, dass Verbraucherinnen und Verbraucher eben nicht alleine, nicht
dahin kommen können, zeitaufwendige Verfahren zu führen, vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie Rechtsansprüche haben, wo wir sagen, das können Verbände besser auch identifizieren. Am Beispiel Verbrauch, VZBV sieht man es ja ganz deutlich, dass wenn eben hier an der Stelle vermehrt Probleme auftreten, kann ein Verband das Instrument nutzen und sagen, wir reichen eine Klage ein, wir öffnen das Klageregister, machen Verbraucherinnen und Verbraucher darauf aufmerksam, dass sie hier Rechte haben und ermöglichen ihnen hier eine Feststellung ihrer Rechtsansprüche durchzusetzen. Und das ist genau das Instrument, was wir bei der Musterfeststellungsklage gewählt haben. Und damit wollen Sie sich aber überhaupt nicht befassen. Und stattdessen, und genau aus diesen Gründen, haben wir eben die Musterfeststellungsklage als Verbandsklage ausgestaltet. Und wenn man das tut, dann muss man im Sinne des Verbraucherschutzes die Klagebefugnis an bestimmte Kriterien knüpfen. Anders geht das nicht. Und das ist im deutschen, Recht auch nichts Ungewöhnliches. Wir haben das Thema Unterlassungsklagegesetz auch schon genannt, wo die Kriterien sich ja auch daran orientieren. Und wenn man den Grünen so zuhört, dann könnte man den Eindruck gewinnen, hier wären unerfüllbare Hürden aufgebaut worden. Als wäre es quasi unmöglich, sich als Verband hier als qualifizierte Einrichtung eintragen zu lassen. Das ist mitnichten der Fall. Laut der Argumentation der Grünen ist es beispielsweise unzumutbar, dass ein Verband, der eine Klage stellvertretend für die Rechte einer Vielzahl von Menschen führt, eine gewisse Mitgliedszahl haben soll, nachgewiesene Verbraucherinteressen vertritt, auch über die entsprechende Kompetenz in diesem Bereich verfügt, die Klage nicht zum Zweck der Gewinnerzielung führt und in seinen finanziellen Mitteln nicht durch Zuwendungen von Unternehmen bestimmt wird. Ist für mich, ehrlich gesagt, eine Selbstverständlichkeit. Und deswegen denke ich, ist es auch nachvollziehbar, dass wir sagen, diese Kriterien möchten wir auch auf europäischer Ebene angewandt sehen. Und da habe ich von Ihnen ehrlich gesagt noch kein vernünftiges Argument gegen gehört. Ich glaube nicht, dass irgendwer in diesem Raum ein Interesse daran hat, dass wir sowas nicht an Kriterien knüpfen, mit der Folge, dass dann zum Beispiel die großen Automobilkonzerne in Deutschland einfach den verbraucherschützenden Verband Deutschland gründen können und damit klageberechtigt sind. Wollen wir sowas? Nö. Eine Liste der registrierten qualifizierten Einrichtungen ist im Übrigen auch auf der Internetseite des BMJV für alle einsehbar. Wer das so googelt, findet es sofort. Die Behauptung für Verbraucher sei nicht nachvollziehbar, wer klagebefugt ist, wie Sie das in Ihrem Antrag ausführen, ist einfach falsch. Und Ihre Unterstellung, wir wollten gezielt und dann auch noch in persona der Ministerin höchstpersönlich unliebsame Verbände von der Klagebefugnis ausschließen oder gar eine Klage durch einen unbefugten Verband vereiteln, das ist nichts anderes als eine Unterstellung. Es ist eine Unterstellung. Und in Bezug auf die von Ihnen genannte Umwelthilfe ist das besonders absurd. Wenn Sie googeln BMJV, klagebefugte Verbände, stellen Sie fest, die Umwelthilfe erfüllt diese Kriterien, sie ist klagebefugt. Und deswegen würde ich Ihnen einfach mal wünschen, dass Sie vielleicht auch mal Dinge auseinandersortieren. Wir haben ja auch über das Thema Pro und Contra des von Ihnen favorisierten Gruppenverfahrens diskutiert. Und wir haben ja auch in verschiedenen Diskussionen, sowohl in diesem Hohen Hause als auch im Ausschuss, darüber diskutiert, dass wir uns anschauen, ob wir mit der Musterfeststellungsklage tatsächlich den Effekt erreichen, den wir haben wollen. Ja, unsere Zielsetzung ist, dass wir schnell zu einer Feststellung von Rechten kommen, dass Rechtsklarheit herrscht und dass wir dann darauf setzen, dass sich über Schiedsverfahren dann auch die Leistungsansprüche klären lassen. Aber wir haben auch immer gesagt, wir behalten das im Auge und gucken uns an, was wir machen müssen, wenn das nicht erfolgt. Und wenn man aber jetzt mal in der Systematik der Musterfeststellungsklage bleibt, dann ist es notwendig, sie so auszugestalten, wie wir das getan haben. Da sich einfach hinzustellen und zu sagen, das nehmen wir weg, es ist eine Unzumutbarkeit, Kriterien an klagebefugte Verbände zu stellen, das ist einfach, macht deutlich, dass sie einfach nicht bereit sind, sich auch auf die innere Logik dieses Konstruktes einzusetzen und auch nicht bereit sind, hier mal die Vorteile zu sehen. Das ist pure Ideologie oder besser gesagt mit dem Verweis auf das Datum, das ist Wahlkampf. Die nächste Rednerin kommt von der FDP, Katharina Willkommen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der nahe Termin der Europawahlen
hat etwas Gutes. Die problematische Urheberrechtsrichtlinie hat etwas Gutes. Selbst der Brexit hat etwas Gutes. Nämlich das viel größere Interesse der Bürgerinnen und Bürger, wenn wir uns im Bundestag mit Europathemen befassen. Die Menschen sehen zu, wenn wir das Vorgehen der Bundesregierung offenlegen. Denn über die wirklich relevanten Punkte informiert diese Regierung das Parlament oft zu spät. Teils im Nachgang mit, was ihre Ministerinnen und Minister in Brüssel so mitentschieden haben. Deshalb ist es gut, dass der Antrag der Grünen diesen Punkt adressiert. Der Antrag nimmt nicht die EU-Verbandsklage aufs Korn, sondern den PR-Erfolg von Justizministerin Barley, die Musterfeststellungsklage, auch bekannt geworden als eine für alle VW-Dieselkundenklage. Warum spricht der Antrag kaum über die EU-Verbandsklage? Warum sind die Grünen so Deutschland fixiert? Weil die GroKo von der Justizministerin bis zu den rechtspolitischen Sprechern einer verwegenen Theorie anhängen. Die lautet, wir, die Bundesregierung, könne den anderen EU-Mitgliedstaaten unsere halbgare Musterfeststellungsklage als Vorbild verkaufen. Das wiederum ist auch so wie der Brexit, nämlich eigentlich nicht zu fassen. Die Grünen-Kritik an der Musterfeststellungsklage ist berechtigt, auch wenn ihr Argument ihren Vorwurf nicht immer belegt. Ein Beispiel. Sie sagen, die Klagebefugnis ist zu eng, das stimmt. Aber ihr Beweisstück Nummer eins, die Abweisung der Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz-Bank, belegt nicht, dass die Klagebefugnis zu eng ist. Es belegt nur, dass das OLG Stuttgart die Voraussetzungen des § 606 ZBO im Sinne des Gesetzgebers eng auslegt. Das Gericht hat darauf bestanden, dass die Klageführerin belegt, ob sie denn nun 350 Mitglieder hat oder nicht. Die Klageführerin wollte oder konnte das nicht, also Klage abweisen. Zutreffend ist hingegen, dass die Große Koalition die Klagebefugnis von Bedingungen abhängig macht, die für den Verbraucher von außen nicht abschätzbar sind. Andererseits ist das oft so bei auslegungsbedürftigen Rechtsbegriffen. Das kann auch sinnvoll sein, damit ein Gesetz unterschiedliche Lebenssachverhalte anwendbar bleibt. Das Problem bei der Sache ist, die einzelne Verbraucherin hat denkbar wenig Lust, mithilfe ihres individuellen einmaligen Falls einen wichtigen Betrag zur Weiterentwicklung des Prozessrechts zu leisten. Nein, denn die Betroffene will im Ergebnis ihr Geld zurück. Und dafür taugt der 606 fast genauso wenig wie eine Musterfeststellung als Vollstreckungstitel. Im Rechtsausschuss hat die Regierung sinngemäß mitgeteilt, selbst wenn so ein Verfahren wie das Stuttgarter ins Wasser fällt, dann stehen die mitklagenden Verbraucher trotzdem nicht schlechter als vorher. Denn sie haben mit der Eintragung ins Klagegerüst ja sichergestellt, dass ihre Ansprüche nicht verfristen. Formal mag das so sein. Der Rechtsfrieden aber wird zuvor beschädigt. Meine Damen und Herren, wie lange die Bürger in den Rechtsstaat vertrauen, berechnet sich nicht nach den Fristen im BGB. Dem Antrag der Grünen stimmen wir nicht zu, aber dem Appell der Grünen an die Regierung schließen wir uns an. Übertragen Sie die Schwächen der Musterfeststellungsklage nicht nach Europa. Vielen Dank. Katharina, willkommen für die FDP zum kollektiven Rechtsschutz. Das Europaparlament hat sich für die Einführung EU-weiter Sammelklagen ausgesprochen, aber noch keine Regelung getroffen und über die wird hier unter anderem gestritten. Die nächste Rednerin, Amira Mohamed Ali für die Linke. Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, wir sprechen heute über zwei EU-Richtlinienentwürfe, die eine zum Thema Verbandsklagerechte und die andere zum sogenannten New Deal for Consumers. Hier sind die Verhandlungen abgeschlossen, der Richtlinie ist aber noch nicht zugestimmt worden. Deutschland hat sich bisher enthalten. Ich möchte als erstes zum New Deal for Consumers kommen und hier einige Punkte aufgreifen, die wir als Linke sehr erfreulich finden. Unternehmen, die gegen Verbraucherschutzvorschriften verstoßen, sollen mit einer Strafzahlung in Höhe von bis zu 4% des Unternehmensumsatzes belegt werden können. Eine gute Regelung. Denn so kann verhindert werden, dass große Unternehmen Rechtsverstöße in Kauf nehmen, weil sie potenzielle Strafen einfach aus der Portokasse zahlen können. Die Bundesregierung hat in den Verhandlungen dafür gesorgt, dass diese Regelung aufgeweicht wurde. Sie gilt nun nur noch für besonders weitreichende Verstöße. Eine Schwächung des Verbraucherschutzes zum Wohle der großen Konzerne. Wir halten das für inakzeptabel.
Es geht in der Richtlinie außerdem um Transparenz, und das ist für uns ein Kern des Verbraucherschutzes. Denn nur gut informierte Verbraucherinnen und Verbraucher können freie Konsumentscheidungen treffen. Es muss leicht erkennbar sein, zum Beispiel, welche Qualität ein Nahrungsmittel hat. Und das ist nicht immer der Fall. Stichwort Dual Quality ist heute schon einmal gefallen. Es gibt Produkte, die vom gleichen Hersteller EU-weit verkauft werden. Gleicher Name, gleiche Verpackung, äußerlich kein erkennbarer Unterschied. Die Produkte haben aber unterschiedliche Zusammensetzungen, je nachdem, in welchem Land sie vermarktet werden. Mal ist mehr Zucker drin, mal sind die Basisprodukte von unterschiedlicher Qualität. Die EU-Richtlinie verlangt nun, dass diese Rezepturen, wenn sie unterschiedlich sind, also dass unterschiedliche Rezepturen gekennzeichnet werden auf der Verpackung. Die Lebensmittelindustrie möchte das nicht und begründet es damit, dass es doch wohl möglich sein müsse, regionalen Vorlieben zu entsprechen. Auch die Bundesregierung argumentiert so und hat aus diesem Grund, wie gesagt, der Richtlinie nicht zugestimmt. Aber die Begründung ist fadenscheinig. Unterschiedliche Rezepturen sollen ja nicht verboten werden, sie müssen nur gekennzeichnet werden. Eine regionale Spezialisierung wäre ja eigentlich ein Verkaufsargument. Wer die Kennzeichnung nicht will, der will gleiche Qualität vortäuschen, wo keine ist. Und dass die Bundesregierung sich gegen diese Kennzeichnung ausspricht, ist wieder eine Entscheidung gegen die Verbraucherinteressen zum Wohle der großen Konzerne. Und das lehnen wir ab. Das Thema Transparenz bei Online-Marktplätzen wird auch behandelt in der Richtlinie. Es soll angezeigt werden, nach welchen Kriterien Rankings vergeben werden. Aufklärung über Widerrufs- und Gewährleistungsrechte ist eine gute Sache. Die Grünen kritisieren zu Recht, dass diese Regelungen so nicht für Vergleichsportale gelten, aber sie koppeln die Zustimmung zur Richtlinie daran, dass das hier erweitert werden muss. Und da sind wir der Meinung, das ist falsch. Die Richtlinie enthält sehr viele positive Aspekte, Veränderungen, die für die Verbraucherinnen und Verbraucher gut sind. Man sollte es nicht auf diese Erweiterung koppeln, die Zustimmung, auch wenn es sicher noch besser geht. Da stimmen wir zu. Aber ich möchte jetzt auf einen letzten Aspekt der Richtlinie eingehen, bei dem es tatsächlich noch sehr viel besser geht. Davon war heute noch gar nicht die Rede. Und das ist das Thema individualisierte Preise. Viele Menschen kennen das vielleicht gar nicht. Das bedeutet, dass auf der gleichen Verkaufsplattform das gleiche Produkt zu unterschiedlichen Preisen angeboten wird, je nachdem, wer gerade vorm Rechner sitzt. Ein Algorithmus analysiert den Konsumenten nach Einkommen, nach Wohnort, Beruf, nach Kaufverhalten, nach allem, was im Internet über die Verbraucher bekannt ist oder was Siri, Alexa und Co. so alles mithören, und kalkuliert danach den Preis. Nach welchen Kriterien der zustande kommt, ist unklar. Wie die Preisspannen sind, ist unklar. Die EU möchte nun, dass die Verkaufsplattform wenigstens angeben muss, dass sie individualisierte Preise hat. Aber das geht überhaupt nicht weit genug. Die Linke sagt, das sollte es nicht geben. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen in den Supermarkt und je nachdem, wer gerade vor dem Verkaufsregal steht, da wird ein anderer Preis angezeigt. Das ist doch absurd. Hier brauchen wir eine gesetzliche Regelung gegen dieses Konsumentenranking. Aber Verbraucherrechte allein, die nützen nichts. Sie müssen auch effektiv durchsetzbar sein. Und jetzt komme ich zum Verbandsklage. Wir unterstützen den Vorschlag der Grünen an dieser Stelle. Die EU möchte nämlich, so war ja der Ansatz, ein einstufiges Verfahren. Das heißt, der Verband klagt stellvertretend für die geschädigten Menschen. Und dann wird auch direkt ein Schadenersatz ausgeurteilt. Wenn also ein Stromkonzern zum Beispiel zu hohe Preise berechnet hat, dann wird geklagt von einem Verband, der Verbraucherzentrale, und dann werden die Kunden direkt aus einem Verfahren entschädigt. Ein gutes Konzept. Wir unterstützen das. Bereits bei der Musterfeststellungsklage haben wir die Bundesregierung aufgefordert, genau das einzuführen. Direkte Entschädigung aus einem Verfahren. Bekanntermaßen ist die Bundesregierung dieser Forderung nicht gefolgt. Und daher werden jetzt zum Beispiel die Geschädigten des Dieselabgasskandals, die sich der Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale und des ADAC angeschlossen haben, die werden nach erfolgreichem Verfahren jeder für sich noch einmal individuell auf Schadenersatz klagen müssen. Das ist kein Problem. Herr Kollege, Sie sagen gerade, es stimmt nicht. Ja, wenn es einen Vergleich gibt mit dem Konzern. Aber ein Klageinstrument kann doch nicht darauf abzielen, dass man sich hinterher vergleicht und es nicht wirklich ausnutzt. Also das ist sehr absurd. Entschuldigung. Das ist kein gutes Konzept. Dennoch will die Bundesregierung ausgerechnet diese Musterfeststellungsklage als Blaupause für die EU durchsetzen. Auch hier wollen Sie wieder Verbraucherschutz schwächen zum Wohle der großen Konzerne. Aber das ist und bleibt für die Linke inakzeptabel. Das ist typisch für Sie, aber wir werden da nicht mitgehen. Vielen Dank.
sagt Amira Mohamed Ali. Der nächste Redner kommt von der CDU-CSU, Heribert Hirte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, eigentlich jedenfalls ein Antrag befasst sich mit einem Antrag nach Artikel 23.3 Grundgesetz, also eine Anweisung an die Bundesregierung zu einem bestimmten Verhalten im Ministerrat. Das kam hier, außer beim Kollegen Steinecke, der gesagt hat, dafür ist es zu spät, und das ist in der Tat so, kaum zur Rede. In Wirklichkeit geht es, was nicht schlimm ist, um die Frage von Verbraucherschutz, um die Frage von Musterfeststellungsklage und Sammelklage, also um ganz allgemeine Fragen, die wir im Bereich des Prozessrechts adressieren wollen. Und deshalb möchte ich auf diese Fragen, die Sie auch in Ihrer Begründung ausführlich angesprochen haben, ein wenig eingehen. Ein angesprochenes Problem ist die Klagebefugnis, wo Sie darauf verweisen, dass das OLG Stuttgart in einem der anhängigen Fällen die Klagebefugnis verneint hätte. Ja, in der Tat, das ist ein Problem. Allerdings, die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Und wir werden abwarten müssen, was der Bundesgerichtshof dazu sagt, ob hier wirklich ein Problem ist und ob das Problem möglicherweise durch Nachsteuern des Gesetzgebers zu regeln ist. Aber wir haben auch schon gehört, es gibt Listen und es gäbe eine alternative Liste, das wäre die Liste nach dem UKLAG, die wir aber nicht eins zu eins, gerade ganz bewusst, nicht eins zu eins übertragen wollten. Und wir wollten sie deshalb nicht eins zu eins übertragen, weil Verbände, die solche Klagen erheben, in einer gewissen Weise ein öffentliches Interesse wahrnehmen. Und bei der Frage der Wahrnehmung öffentlicher Interessen müssen andere Kriterien angelegt werden, oder jedenfalls meinen wir, dass andere Kriterien angelegt werden müssen, als das bislang der Fall ist. Es müssen nämlich besondere, spezifische Anforderungen an die Mitgliedschaft, an die Finanzierung solcher Verbände und auch an die interne Corporate Governance solcher Verbände gestellt werden. Deshalb haben wir es hier im Moment erst einmal offen gelassen. Und ein zweiter Punkt, weil Sie das Problem einer möglicherweise drohenden Verjährung ansprechen. Ja, man könnte sich vorstellen, und wir haben das auch entsprechend diskutiert, mit einem klarstellenden Eröffnungsbeschluss klarzumachen, ab wann sozusagen die Zulässigkeit der Klage begründet ist, um die Verjährungsunterbrechung und das Risiko, was meines Erachtens nicht besteht, aber um jedenfalls diesen Punkt auch ein wenig größerer Klärung zuzuführen. Darüber wird man gegebenenfalls noch einmal reden müssen. Aber der zweite Punkt ist, und ich glaube, das ist ein Punkt, wo Sie letztlich im sehr Allgemeinen bleiben, wenn Sie sich die Fälle ansehen, die im Augenblick anhängig sind, OLG Braunschweig, OLG Stuttgart, dann ist die Hauptdiskussion diejenige über die Befangenheit der Richter. Das treibt die Parteien zu Recht von beiden Seiten um. Es führt zu ellenlangen Schriftsätzen, zu Diskussionen über die Frage, ob die Personen, die hier sitzen, wirklich unparteiisch entscheiden können. Und ich glaube, das ist ein veritables Problem. Es ist deshalb ein Problem, weil es hier in einem Falle 400.000 und mehr Kläger geht und die Macht der Richter, der Gerichte in diesen Fällen letztlich etwa der entspricht, die wir hier als Parlamentarier haben. Diesen Punkt anzusprechen, diesen Punkt zu adressieren, auf der Seite der klagebefugten Verbände, aber auch auf der Seite der Justiz, halte ich für einen wichtigen Punkt. In Ihrem Antrag steht davon nichts drin. Und deshalb sehen wir, ich glaube, sehr allgemein, dass die 1-zu-1-Übertragung der ZPO-Regeln, die ja auf den Zwei-Parteien-Prozess zugeschnitten sind, auf solche kollektiven Regeln noch im Anfang steht. Also, hier ist möglicherweise Handlungsbedarf. Durch Ihre beiden Anträge zieht sich durch, dass die Musterfeststellungsklage keine Leistungsklage sei, dass man zweimal klagen müsste. Mein Eindruck ist, dass Sie die praktischen Erfahrungen in der Justiz hiermit nicht haben. Denn wenn Sie, der Kollege Ulrich hat es eben gesagt, wenn Sie komplexe Sachverhalte haben, dann ist die Lösung der Komplexität der entscheidende und der erste und der wichtigste Schritt. Sie brauchen in einem Bauprozess als erstes das Beweissicherungsverfahren. Und wenn Sie das Beweissicherungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben, dann werden die anderen Fragen am Ende erledigt. Und das bedeutet, hier im Bereich der Tatsachenermittlung müssen wir arbeiten. Wir müssen möglicherweise über eine Reform oder weitere Reform des 142 ZPO, Vorlage von Unterlagen und dieser Dinge nachdenken, damit der Sachverhalt, über den gestritten wird, anschließend richtig feststeht. Das heißt, die weiteren Schritte, die Sie immer adressieren, sind nicht das wirkliche Problem. Und wenn Sie sich das
Vorbild, was wir ja gar nicht übernehmen wollten, nämlich die amerikanische Sammelklage ansehen, dann werden Sie wissen, auch da gibt es am Ende der Sammelklage kein vollstreckbares Leistungsurteil, sondern da wird eine Summe anschließend in einem weiteren Verfahren, letztlich unter gerichtlicher Aufsicht, und das ist genau dieses zweite Verfahren, was wir hier auch haben und vorgesehen haben, verteilt. Also insofern kein Handlungsbedarf, jedenfalls nicht aus diesem Grunde. Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, Sie haben das am Rande in Ihrem Antrag erwähnt, ist das Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz, was zum 1. November 2020 auslaufen soll. In der Tat, es ist ein wichtiger Punkt, wie es hier weitergeht. Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie hier in der Regierungsbefragung keine zufriedenstellende Antwort bekommen haben. Ich selbst habe im Unterausschuss Europarecht die gleiche Frage gestellt und ebenfalls keine zufriedenstellende Antwort bekommen. 17.000 Klagen, die allein im Falle Telekom noch anhängig sind, können nicht einfach auslaufen. Da bin ich ganz einig mit dem baden-württembergischen Justizminister Wolf, der mir in einem Schreiben, das mir vorliegt, gesagt hat, das sei keine Lösung, das hätte das OEG Stuttgart ihm so mitgeteilt. Ich kann mich dem nur anschließen und deshalb hoffe ich, dass die Bundesregierung diesen Ansatz, der aus Baden-Württemberg vorgetragen wird, übernimmt und dass wir dann gemeinsam möglicherweise über eine Zusammenführung der beiden Verfahren nachdenken können und damit auch die weiteren Reformpunkte, die sich möglicherweise stellen können, adressieren können. Herzlichen Dank und auf weiter gute Arbeit in diesem Projekt. Musterfeststellungsklage ist zumindest für den Augenblick ein richtiger Ansatz. Herzlichen Dank. Das sagt Heribert Hirte. Die Musterfeststellungsklage sei der richtige Ansatz. Die Grünen sehen das ja ganz anders. Aber der nächste Redner kommt von der AfD. Stefan Brandner, er ist Vorsitzender im Rechtsausschuss. Meine Damen und Herren, wir reden heute über einen Antrag der Grünen, über den wir gar nicht reden müssten, wenn man im vergangenen Jahr auf uns von der AfD gehört hätte. Denn wie die Art und Weise, wie das Gesetz zur Musterfeststellungsklage hier vergangenes Jahr durchgepeitscht worden war oder worden ist, spottet jeder Beschreibung. Dem Entwurf der Bundesregierung zuzustimmen, war verantwortungslose Politik vom Feinsten, liebe Koalitionsfraktionen. Und ihr habt da mitgemacht, offenbar auch gesteuert wieder aus dem Kanzleramt, wie ich gestern schon ausführte. Zur Erinnerung, Herr Steinecke, Sie haben sich gerade über zu kurze Fristen beschwert. Nicht mal 2 Wochen hätten Sie Zeit gehabt. Aber wir berieten das Gesetz im vergangenen Jahr zum ersten Mal am 7. Juni 2018. Die Anhörung der 9 Sachverständigen erfolgte am 11. Juni, also 3 Tage später. Am 14. Juni, also nochmal 3 Tage später, erfolgte hier die Schlussberatung und fertig war Ihr großkoalitionäres Murksgesetz, meine Damen und Herren. Dass dabei nichts Gutes herauskommen konnte, war jedem von Anfang an klar. Und Sie wissen ja selber, nur noch schlotter ging nur die wegen akuten Geldmangels der im Aussterben begriffenen SPD im Haruck-Verfahren durchgepeitschte Änderung des Parteiengesetzes. Ein hemmungsloser Griff in die Steuerkasse, das ging noch schneller, aber dieses Murksgesetz hier war auch nicht viel besser. Sie haben im Gesetzgebungsverfahren zur Musterfeststellungsklage beeindruckend gezeigt, welchen Stellenwert Sie auch Sachverständigenanhörungen beimessen, nämlich gar keinen. Für Sie gilt Augen zu und durch. Eine Anhörung ist für Sie offenbar nichts anderes als eine Scheinbeteiligung von Experten, die keinen Einfluss auf die wohl aus Ihrer Sicht unfehlbare und auf das aus Ihrer Sicht wohl unfehlbare Wissen der Regierungsfraktionen haben soll. Sämtliche Angehörten, Professoren, Vertreter von Verbraucherschutzverbänden und andere mit der Materie vertraute Experten waren sich einig, bis auf einen, dass dieser Gesetzentwurf, der im vergangenen Jahr vorgelegt wurde, entweder deutlich verbessert werden müsse oder aber gar nicht verabschiedet werden dürfe. Aber die zahlreichen Veränderungs- und Verbesserungsvorschläge ließen Sie von der Großen Koalition einfach außen vor. Das war Koalitionsdilettantismus pur, meine Damen und Herren. Und von Anfang an hatten Sie auch nichts anderes geplant. Das sieht man ja daran an der überstürzten Ansetzung der zweiten Beratung unmittelbar nach der Sachverständigenanhörung, als noch nicht einmal das Protokoll vorlag. Also nicht nur keine 2 Wochen, Herr Steinecke, das waren gerade mal 3 Tage. Das ist Ihr verschrobenes Koalitionsdemokratieverständnis, meine Damen und Herren. Unser Demokratieverständnis von der AfD ist das nicht.
Das Ignorieren vernünftiger Vorschläge von sämtlichen, bis auf einen, von sämtlichen Experten, nur um in Rekordzeit das Gedenkgesetz oder ein Denkmal, wie der Kollege Mayer sagte, nur das Gedenkgesetz für eine nach Brüssel flüchtenden Ministerin umzusetzen, Herr das Brandner, war schlicht Sie eine Frage schlecht. Oder nee, das Bemerkung deshalb mich das von Herrn YouTube Hoffmann. Nicht so gut. Dankeschön. Die YouTube-Zuschauer können das dann nicht nachvollziehen. Und natürlich kommen jetzt all diejenigen, die es wie die AfD schon vor einem Jahr gesagt haben, aus dem Gebüsch und sagen Ihnen, dass es nichts taucht. Die Grünen haben damit angefangen, Frau Rottmann hat damit angefangen und gerade dieser Problembereich scheint ja so ein bisschen zum Lebensinhalt von Frau Rottmann geworden zu sein. Sie fangen damit heute an, Frau Rottmann, zu Recht, wenn auch schlecht gemacht, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Dann fragt man sich natürlich, warum ist das ganze großkoalitionäre Murksgesetz hier so verabschiedet worden? Ich sage es Ihnen, das war um einer Bundesministerin, die auf der Flucht nach Brüssel ist, Spitzenkandidatin bei der Europawahl und mit dem Einzug ins Parlament könnte es für die SPD ja noch klappen. Ich glaube, sie liegen deutlich über 1% in den Umfragen immer noch. Das war darum, um ein Denkmal einer solchen Ministerin zu setzen. Aber was sie hier aufgetischt hat, die Ministerin, die ja offenbar schon in Europa ist, ich habe sie heute noch nicht gesehen, das war schlicht peinlich. Ich bitte Sie, zum Schluss zu kommen. Untauglich. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Ich hoffe sehr, dass Frau Barley nach Europa entschwindet und sich dort von der Rechtspolitik und der Verbraucherschutzpolitik möglichst weit fernhält. Vielen Dank. Stefan Brandner mit einer interessanten Aussage. Er könne die Zwischenfrage nicht zulassen, weil der YouTube-Zuschauer dann nicht mehr mitkommt. Das habe ich kausal nicht ganz verstanden. Aber der nächste Redner jetzt, Johannes Fechner für die SPD. Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen. Eigentlich wollte ich Herrn Brandner loben, dass er ausnahmsweise als Vorsitzender des Rechtsausschusses mal wieder an einer rechtspolitischen Debatte teilnimmt. Sie schwänzen die ja regelmäßig, aber ehrlich gesagt, Sie haben so viel Unsinn erzählt, ich kann auf Ihre Präsenz in Zukunft auch weiterhin verzichten. Wer Recht hat, der muss Recht bekommen. Das war unser Leitmotiv, als wir die Musterfeststellungsklage hier vor wenigen Monaten eingeführt haben. Denn es konnte nicht so bleiben, dass Hunderttausende beim Dieselskandal betrogen wurden, aber dann sich nicht getraut haben, gegen große Konzerne vor Gericht zu gehen und auf ihre Anspruchsgeltendmachung verzichtet haben. Und das konnte nicht so bleiben. Deswegen haben wir diesen Meilenstein für den Verbraucherschutz geschaffen mit dieser Musterfeststellungsklage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und bei den damaligen Beratungen, da haben wir gedacht, machen da 10.000 mit, machen da 12.000 mit. Nein, unsere Erwartungen würden übertroffen. 412.000 Verbraucherinnen und Verbraucher nehmen an dieser Klage nun teil, die wegen unserer Musterfeststellungsklage wegen diesem Gesetz erst möglich wurde. Also 412.000 fühlen sich nicht mehr im Stich gelassen, sondern machen jetzt ihre Rechte geltend. Und ich finde, das ist ein wirklich starkes Zeichen für unseren Rechtsstaat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein besonderer Dank gilt hier den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen des Bundesamtes für Justiz, die wirklich Schwerstarbeit geleistet haben bei der Eintragung in die Klageregister. Ein ganz herzliches Dankeschön nach Bonn von dieser Stelle. Und mit großer Spannung sehen wir der Terminierung entgegen, die das Oberlandesgericht Braunschweig für den Herbst angekündigt hat. Der entscheidende Vorteil der Musterfeststellungstage besteht nach wie vor darin, dass der Verbraucher ohne Kostenrisiko seine Rechte geltend machen kann. Und wenn die Musterfeststellungstage zu seinen Gunsten ausgeht, dann gehen wir davon aus, dass es Vergleichsangebote gibt. Und wo eben nicht, dann wird eben nochmal geklagt werden müssen. Man kann durchaus diskutieren, ob die Klagebefugnis, Frau Rottmann, ich bin bei Ihrem Thema, bei einfach zu berechnenden Kleinstbeträgen auch eine Leistungslage im Rahmen des kollektiven Rechtsschutzes sinnvoll sein muss. Das kann man durchaus diskutieren, ob wir im New Deal for Consumers auch Elemente der Leistungslage unterbringen müssen. Überhaupt keine Frage. Aber wir sind der Meinung, speziell für diese Konstellation beim Dieselskandal, da ist die Feststellungslage das bessere Mittel. Nun aber zu Ihrem Antrag. Ich finde, und ich muss deutlich werden, ich finde es einfach kleinkariert und schlecht, wie Sie krampfhaft versuchen, dieses Erfolgsmodell, was vom VZBV, vom ADAC und vielen Verbänden gelobt wird, wie Sie krampfhaft versuchen, das kaputt zu reden und klein zu reden. Sie besorgen damit das Geschäft der Gegner des Verbraucherschutzes, der Konzerne, die diesen Verbraucherschutz nicht haben wollen. Dieses Geschäft dieser Leute besorgen Sie, und das kann doch nicht wahr sein. Und wenn das Oberlandesgericht Stuttgart nun
erstinstanzlich entschieden hat, dass die Klagebefugnis fehlte, dann ist doch nicht die Klageart daran schuld, sondern der klagende Verband hat den Fehler gemacht. Und das muss man so deutlich sagen. Das ist ein Standardvorgang in der Justiz. Wenn die Klagebefugnis fehlt, dann wird eben eine Klage abgelehnt. Und dann fordern Sie auch noch, dass die Bundesregierung auf EU-Ebene nicht an den Prinzipien der Musterfeststellungsklage festhalten sollte. Da darf ich daran erinnern, dass die EU-Kommissarin, die zuständige Frau Jourová, bei uns im Rechtsausschuss war. Und ich habe sie gefragt, was halten Sie von der Musterfeststellungsklage? Ist das vereinbar mit Ihren Ideen für den New Deal für Consumers? Und sie hat ausdrücklich, können Sie nachlesen, gesagt, dieses Modell entspricht Ihren Vorstellungen. Also kann überhaupt keine Rede davon sein, das kann man nachlesen, kann überhaupt keine Rede davon sein, dass diese Musterfeststellungsklage nicht in das Konzept der EU-Kommission passen würde, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und schauen wir doch mal hin, was die Grünen, wenn es tatsächlich ernst wird, an kollektivem Rechtsschutz tatsächlich wollen. Sie reden und schreiben die Musterfeststellungsklage bei jeder Gelegenheit kaputt. Und da kann man sich mal überlegen, welches Instrument wollen Sie, wenn es ernst wird, mit welcher Klage, mit welchem Rechtsschutz wollen Sie denn den Verbraucher dienen? Und schauen wir ins Jamaika-Sondierungspapier. Was steht dort drin? Da heißt es, ich zitiere, im Sinne der Verbesserung der Rechtsdurchsetzung führen wir eine Musterfeststellungsklage ein. Ja, was ist das denn? Die ganze Zeit reden Sie hier dagegen. Und wenn es ernst wird in den Verhandlungen, dann kommen Sie genau auf das Modell zurück, was wir umgesetzt haben. Das ist die pure Heuchelei, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Und richtig seltsam wird Ihr Antrag, wenn Sie der Bundesregierung den Vorschlag vorwerfen, dass die Klagebefugnis eines Verbandes Engagement für den Verbraucherschutz voraussetzt, wie Sie es in Ihrem Antrag schreiben. Ja, was denn sonst soll so ein Verband machen? Er soll sich um den Verbraucherschutz kümmern, und das muss auch in der Klagebefugnis geregelt sein. Hätten Sie den Dieselskandal etwa von der VW-Stiftung oder vom Verband der deutschen Automobilindustrie beklagen lassen wollen? Wohl kaum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann darf ich an der Stelle auch noch mit einem Gerücht aufräumen, dass die SPD die deutsche Umwelthilfe draushalten wollte. Auf gar keinen Fall. Und ich sehe nach wie vor keinen Grund, warum nicht die deutsche Umwelthilfe auch ein Verfahren anstrengen sollte. Das ist durchaus möglich mit den Regelungen, die wir beschlossen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Musterfeststellungsklage haben wir einen Meilenstein für den Verbraucherschutz geschaffen. Ich bin dem Bundesjustizministerium und insbesondere unserer äußerst engagierten Justizministerin sehr, sehr dankbar, dass sie so gut hier gearbeitet hat und das Thema vorangetrieben hat. Das muss auch weiterhin so passieren bei den Verhandlungen über den Inhalt des europäischen kollektiven Rechtsschutzes im Rahmen des New Deal for Consumers. Und da sollte die Musterfeststellungsklage eine Möglichkeit sein, dass wir auch nach wie vor diese Möglichkeiten hier haben. Ich komme zum Schluss. Wir lehnen den Antrag ab. Ihr Antrag ist unnötig und in der Sache kleinkariert. Hören Sie endlich auf, die Musterfeststellungsklage kleinzureden. Sie verunsichern die Verbraucherinnen und Verbraucher. Vielen Dank. Das sagt Johannes Fechner von der SPD. Und der nächste Redner hier in der Debatte um den kollektiven Rechtsschutz der Regelung auf der europäischen Ebene ist Jürgen Martens für die FDP. Man merkt wirklich, es ist Wahlkampf, und da muss man einiges klarstellen. Wenn hier gesagt wird aus den Koalitionsverhandlungen, das Thema Verbandsklage oder besser gesagt kollektiven Rechtsschutz sei eine Erfindung der Grünen gewesen, stimmt nicht. Es waren die Liberalen, die das aufgebracht haben. Meine Damen und Herren, und noch etwas. Herr Dr. Fechner, Sie schmücken sich damit, dass Sie Lob vom ADAC bekommen hätten. Eine anerkannte Fachorganisation im juristischen Bereich. Allerdings wäre ich, wenn ich wüsste, wie manche Bewertungen beim ADAC zustande kommen, da eher vorsichtig mit, dieses als Referenz anzuführen. Aber lassen Sie mal den Wahlkampf, das Wahlkampfgetöse weg. Wenn sich der Nebel dort lichtet, der Pulverdampf, dann stellen wir fest, es gibt keine Fraktion in diesem Haus, die nicht die Notwendigkeit eines kollektiven Rechtsschutzes befürworten würde, und dies auch auf europäischer Ebene. Das ist schon mal gut, wenn man das als Konsens feststellen kann. Gerade Ereignisse mit vielen Geschädigten, bei denen oftmals nur ein kleiner Schaden vorliegt, oder eine Masse von Geschädigten, die von Großunternehmen geschädigt wurden, machen Sinn für die Einführung eines kollektiven Rechtsschutzes. Und wenn wir von Rechtsschutz sprechen, dann meinen wir einen effektiven, einfach zu erreichenden und möglichst risikoarmen Rechtsschutz, meine Damen und Herren. Aber das
ist die Musterfeststellungsklage, die hier von der Regierung vorgelegt und der Großen Koalition im Eilverfahren durchgebracht worden ist, leider nicht. Die Regelungen zur Beschränkung der Zulässigkeit und Klagebefugnis, sie stürzen den Verbraucher in Risiken, die er selbst überhaupt nicht abschätzen kann, die er auch nicht abwenden kann. Denn wenn gerade noch zur Verjährungshemmung eine Klage eingereicht wird und das Gericht dann sagt, tut mir leid, das ist leider nicht zulässig, dann war es das. Und das kann der Verbraucher nicht erkennen. Es ist auch nicht seine Aufgabe, das zu erkennen. Und da muss sich der Gesetzgeber den Vorwurf machen lassen, davor hätten Sie den Verbraucher schützen können. Und deswegen sagen, würde es sich auch nicht wundern, wenn wir sagen, dieser Verbraucherschutz der Bundesregierung eignet sich nicht als Blaupause für Regelungen auf europäischer Ebene. Da müssen wir schon etwas besser nachdenken und etwas mehr uns Zeit lassen in der Diskussion, meine Damen und Herren. Und ich hoffe, dass die Zeit nach den Europawahlen uns die Gelegenheit gibt, vernünftig über die noch ausstehenden Regelungen, etwa im Verbraucherschutz, zu diskutieren. Wir, die Liberalen, wir Freien Demokraten, werden mit Sicherheit auch weiterhin unsere Beiträge dazu im Sinne der Verbraucher leisten. Vielen Dank. Und der letzte Redner hier in der Debatte zum Verbandsklagerecht hat Alexander Hoffmann für die CDU-CSU, spricht er. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir zwei Vorbemerkungen. Vorbemerkung Nummer eins, die geht an Sie, Herr Brandner, das war ja jetzt wieder das Prinzip AfD. Sie stellen sich hier vorne hin, machen dicke Backen, zeigen gestisch wirklich die ganze Zeit mit dem Finger auf die anderen und erklären, was alles nicht gut läuft. Und da hat man einmal eine Frage und Sie lassen sie nicht zu. Ich weiß, warum Sie sie nicht zulassen, weil Sie keine Antwort haben. Und das betrifft im Übrigen ganz, ganz viele Bereiche, weil das bei Ihnen Prinzip ist. Und ich glaube schon, dass Sie bei zukünftigen Reden hier vielleicht mal durch inhaltliche Tiefe auffallen sollten, dann erübrigt sich bei mir der Drang nach einer Frage. Die zweite Vorbemerkung, die geht jetzt an die Grünen. Kollegin Rottmann, es war ja schon fast theatralisches Talent, wie Sie sich schon in Szene gesetzt haben als grüne Partei, die Schutzheiligen der Schwachen in diesem Bereich. Ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Es gibt unterschiedliche Bereiche, wo wir ein verschobenes Kräfteverhältnis haben und wo wir überlegen müssen, wie können wir denn den Schwachen helfen. Aber ich fühle mich natürlich an der Stelle mal bemüßigt, auf unsere Diskussion hinzuweisen, wie wir sie im europäischen Urheberrecht führen. Da gibt es nämlich auch Schwache. Das sind die User, das sind die Urheber. Und es gibt Starke. Das ist YouTube und das ist Facebook. Und mit dem, wie Sie die letzten Wochen auffallen, gerade in diesem Bereich, stärken Sie eigentlich nur die Starken, halten denen die Stange und die Urheber im Recht. Und die User, die sind Ihnen offensichtlich egal und da hätte ich einfach eine andere Konstante. Wir wollen, meine Damen, meine Herren, wir wollen kollektiven Rechtsschutz, denn wir haben damit die Hoffnung verbunden, dass es zu effektivem Rechtsschutz gehört, dass wir Gerichte entlasten können und dass wir eben auch die Rechte des Einzelnen stärken. Was wir aber nicht wollen, ist die Förderung einer Klageindustrie, die Überflutung von Gerichten mit Verfahren und das Klagen womöglich von Personen im Hintergrund gesteuert werden können durch Geldgeber. Und jetzt bringen Sie als Beispiel diese Entscheidung vom Oberlandgericht Stuttgart und knüpfen daran dann die Schlussfolgerung, die Musterfeststellungsklage, so wie Sie sie entwickelt haben und im Gesetz etabliert haben, die taugt nicht. Ich sage Ihnen ehrlich, ich kann das nicht teilen. Schon Ihr erstes Argument, wo Sie sagen, ja, die Klagebefugnis, das ist ja wahnsinnig kompliziert, der Verbraucher weiß ja gar nicht, ob er klagebefugt ist. Wenn Sie da mal in andere Rechtsbereiche schauen, gehen Sie zum Beispiel mal ins Baurecht, in den Nachbarschutz rein. Da muss man ganz ehrlich sagen, dass heute im öffentlichen Baurecht auch ein Nachbar nicht weiß, ob er klagebefugt ist. Da brauchen Sie am Schluss die Verletzung einer drittschützenden, einer nachbarschützenden Norm. Und das ist ohne Rechtsanwalt einfach gar nicht darstellbar. Dann sehen Sie als zweites § 610 Absatz 1 Satz 1 ZPO in den Fokus und kritisieren, dass dann keine weitere Musterfeststellungsklage mehr angemacht werden kann, wenn schon eine rechtshängig ist. Aber das Ziel, das dahinter steckt, ich glaube, das müsste in unserem gemeinsamen
Interesse sein. Wir wollen nämlich bündeln. Wir wollen keine weiteren Klagen. Wir wollen, dass sich auch andere Verbraucher motiviert fühlen, sich auf diese Musterfeststellungsklage zu fokussieren. Denn nur so erreichen wir am Schluss die Entlastung von Gerichten. Und insgesamt, auch in der Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich die Entscheidung vom OLG Stuttgart teilen kann. Wenn Sie sich heute mal vom Zeitplan die Situation anschauen, dann sind da Klägerinnen und Kläger, die sich der Klage angeschlossen haben, insofern nicht benachteiligt. Seit dem 1.11.2018 gibt es überhaupt die Möglichkeit der Musterfeststellungsklage. Die mündliche Verhandlung in diesem Verfahren war schon am 25.01.2019 und das Urteil am 20.03.2019. Selbst wenn man jetzt von einem Zeitverlust redet, muss man aber doch ehrlicherweise sagen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, die in diesem Klageverfahren sich beteiligt haben, dass die am Schluss wieder geschützt sind über 204 BGB, der die Verjährung hemmt, in dem Moment, wo ich einen Anspruch rechtshängig gemacht habe. Und eben auch inhaltlich halte ich diese Entscheidung für richtig. Denn wenn man sich damit auseinandersetzt, dann begründet das OLG die Ablehnung der Klagebefugnis damit, dass die Kläger nicht nachweisen konnten, dass sie die Klage nicht zum Zwecke der Gewinnerzielungsabsicht erheben. Und auch da sage ich, da sind wir doch wieder bei genau dem, was wir wollten, eben keine Klageindustrie. Im Übrigen nur mal am Rande, die Kläger hatten damals anonymisierte Listen vorgelegt. Und trotz wiederholter Aufforderung haben sie sich geweigert, entsprechende Konkretisierungen vorzunehmen. Eine inhaltsgleiche Klage ist vom OLG Braunschweig damals schon überhaupt nicht angenommen worden. Und deswegen hat auch die FAZ am Schluss getitelt, dass der Ausgang dieser Entscheidung absehbar war. Ich persönlich betrachte es schon kritisch, es ist vorhin schon angeklungen vom Kollege Steinecke, dass Sie der Richtlinie zur Europa-Verbrauchersammelklage hier ein Stück weit den Vorzug geben wollen. Das ist eigentlich mit all dem, was Sie früher gesagt haben, nicht vereinbar. Wenn Sie sich allein das Discovery-Verfahren mal anschauen, was das für den Bereich des Verbraucherschutzes, für den Bereich des Datenschutzes am Schluss bedeutet, da gibt es Vorgänge, dass Unternehmen gerichtlich gezwungen worden sind, E-Mail-Verkehr auch von Mitarbeitern, und zwar auch den privaten, offenzulegen. Da glaube ich, das kann nicht unser Ernst sein. Da würde ich mir eigentlich wünschen, dass sich die Grünen weiter davon distanzieren. Und deswegen werden Sie Verständnis dafür haben, dass wir Ihrem Antrag heute nicht folgen können. Vielen Dank. So, und Petra Pau wird jetzt über diesen Antrag zunächst abstimmen lassen. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 9267. In diesem Antrag fordern die Grünen die Bundesregierung auf, in den Verhandlungen um die europäische Verbandsklagerichtlinie nicht an den Prinzipien der deutschen Musterfeststellungsklage festzuhalten. Danke. Wer enthält sich? Der Antrag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP-Fraktion, der AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke abgelehnt.